vorsichtig hält, in den Busch fährt. Ist das nicht süß? Oh, schau mal, steht er in seiner Absperrung auf. Oh Mann, ich bin auch gucken. Jetzt aber flott, du, jetzt aber flott. Keine Ahnung, ich stehe da hinten so ganz unabhängig seine Absperrung auf und steht mit dem Auto hinter so einem Busch. Bin ich denn in dem Busch versteckt? Ja, frei nach dem Motto, ihr seht mich nicht, ich bin gar nicht da. Wenn ich nach unten gucke und sie nicht sehe, können sie mich auch nicht sehen. Aua! Da sind zwei Rekruten an einer Ausstellung, wie geil ist das denn? Da kommt schon der erste Schau los, Digga. Ich ja nicht so auffällig. So, Herzchen, dein Auftritt, großes Kino. Aua! Hilfe! Da ist noch keiner hier. Also zumindest nicht so direkt, wir müssen erstmal noch fuchteln. Hilfe! Ich habe mich verletzt! Er muss mit mehr Emotionen kommen. Nee, aber einer von euch muss reden halt, ne? Ja, mach ich. Und ich gebe meinen Senf dazu. Aua! Oh, eins kommt mit dem Motorrad. Au! Hilfe! Keine Sorge, wir holen gleich einen Arzt. Bist du? Keiner kann mir zusprechen. Hilfe! Ja, weil du da so, so demonstrativ vorne vor rumläufst. Ja, ich war lieber um Detlef. Ich guck nur um dich. Hilfe! Ist so eine Hilfe. Hilfe! Ja, renn nochmal hin zu dem mit dem Motorrad und sag, der ist hier schwer verletzt. Da kommt Swat schon. Schwer Swat-Panzer. Polizei! Wir brauchen einen Notarzt! Da ist jemand verletzt! Ich will nicht, dass ihr so nah kommt zu dritt. Ich hab Angst. Ja, kommst du! Hilfe! Hilfe! Kommst du auf euphorisch her? Da ist ja gerade kein anderer. Oh Gott, was ist passiert? Oh nein, helfen Sie mir doch mal! Hilfe! Los, schnell! Ich brauch einen Arzt! Das hört gar nicht auf zu bluten! Ich brauch einen Arzt! Was ist der Knochen, der da rausguckt? Warte, ich guck mal. Oh Gott! Oh Gott! Kann er gar nicht hingucken, ey. Das ist wieder eine schlechte, ich könnte gar nicht. Ich müsste Ihnen leider sagen, dass bevor ich Ihnen einen Arzt schicken kann, der Herr rauskommen müsste, da drin Alarm ist und wir aus Sicherheitsgründen uns der Bank nicht nähern dürfen. Ja. Aber schauen Sie doch mal, wie das läuft. Der kann doch hier gar nicht mehr hin. Machen. Der Herr muss uns entgegenkommen und rufen den Arzt. Ich darf nicht näher kommen aus Sicherheitsgründen. Ich komme mal hier nicht raus, ich kann doch nichts laufen, der Herr. Helfen Sie mir. Haben Sie vielleicht irgendwas dabei, damit wir es jetzt mal verbinden können? Wenn wir die jetzt aufstellen, dann läuft es noch mehr. Ich dann aber, wenn ich fertig bin, erst in den anderen. Wissen Sie, was das für Schmerzen sind? Es kann nicht getragen werden. Ich darf Ihnen nicht näher kommen und ein Arzt darf auch nicht näher kommen. Jetzt glaube ich, habe hier noch ein kleines. Ich habe hier noch. Warte, es gibt dir meine. Warte, es gibt dir meine Kleidung. Hier. Wie dick der ist, den kann ich nicht. Hier, nimm meine Kleidung. Bind da was drum. Ey, warum hast du einen Kalkstreifen an, Arsch? Ja, tut mir leid, das ist mir jetzt fleucht. Da fass nicht an. Du musst mir gleich zum Tragen helfen. Da, ich helf dir. Ja, los. Aber es ist halt die Füße. Ja, ich... Du hältst den Kopf. Was du so, pass auf, warte, ich geh da einmal rum. Da. Aua. Au. Okay. Au. Aber pass auf. Au. Lass mich doch nicht fallen. Aufpass, Mensch. Okay, ja, nach vorne. Und du darfst doch nicht da anfassen, wo du bist. Au! Mein Knochen! Oh Gott! Das langsam. Oh, oh, oh. Au! Das sieht irgendwie falsch aus. Das kannst du nicht machen. Das ist ein Stück. Au! Ihr tut mir weh! Au! Die Treppe! Au! Die Treppe! Da darf doch kein Dreck reinkommen, Mensch! Au! Ich hab vorhin noch gesagt, Hilfe! Langsam! Langsam nach vorne. Du hast noch ein Stück. Au! Ein Stückchen noch. Ein Stück. Au! Wieso? Das reicht. Au! Ja. Guck mal an mein Bein! Oh nein! Da guckt der Knochen raus! Au! Was hat denn das ja gemacht? Ja. Wir wollten da reingehen und uns beraten lassen für einen neuen Kredit. Für unser Geschäft. Wir brauchen Bausparvertrag. Ja, das wollen Sie denn machen, aber. Nein, das ist. Also, könntest du mir dann sagen, warum da drin der Alarm losgegangen ist?
Wir haben gesagt, er soll schnell einen Arzt rufen und dann ging er über das Telefon nicht. Dann hat er gesagt, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann ging auf einmal der Arzt. Also haben sie nichts dagegen, wenn ich mal kurz die Kollegen reinschicke, dass sie gucken, dass alles in Ordnung ist, wenn sie bloß einen Notarzt brauchen. Nein! Ja. Ich bin doch noch kann ich auf dem Klo. Ihr könnt einmal reingehen, gucken, war bloß ein Fehlalarm wegen Notarzt. Da ist irgendwo noch unser Freund drin, der musste das Toilettchen suchen. Ich rufe ihn mal schnell. Ja, das wäre nett. Ah, mein Knochen. Hat jemand eine Flasche Wasser bei von den Herren Officers? Damit wir das mal ausspülen können? Ich muss das noch mal ein bisschen verbinden. Ich hab keinen Eimer. Warte, ich nimm das in meinen Mund. Oh, das ist aber kaltes Wasser. Der Herr Pferde, kannst du ja gleich baden gehen, du Stink. Au! Aua, mein Knochen. Nicht so viel Wasser. Oh, warte, ich mach doch das. Oh, Mensch, das ist da durch. Ich hol noch ein bisschen was. Also. Dort ist nicht der billige Parkplatz. Wir kommen jetzt in die Bank rein, wenn sich eine Person hier drin befinden. Du sollst doch nicht aufspucken. Oh, da hab ich's auf irgendwas. Ich hab doch gesagt, dass Spucke nicht desinfiziert ist, du musst drauf pinkeln. Hä, du weißt doch, was? Das ist doch keine Qualle, Mensch, da muss doch keiner rauf pinkeln, ey, was ist los mit euch? Hätte sich immer Mieter leckt, oder was? Nein, der Hund, der Mund von einem Hund ist wirklich sauber. Ich bin doch kein Zimpanse, ey, was ist los mit euch? Achso, noch ein bisschen. Als Hund bezeichnet. Au! Ich gar nicht auf! Was kommt denn jetzt der Arzt? Aua! Ruf jetzt gerade an. Das muss doch genäht werden, ey, das sieht man doch. Halbe Knochen guckt raus. Ja, ein bisschen Gaffa, Spooky und Tattoo, das passt schon. Aua! Ja? Mensch, Ken, ich hab dir gesagt, du sollst einen Verbandskasten holen, aber nee. Ja, wozu braucht man den? Mein Alter ist abgelaufen, den konnte ich ja gar nicht benutzen, der war so teuer. Ist der Notarzt? Medizinische Leitstelle. Dann machen wir das. Ich hab das schon ein paar Mal gemeint. Ja. Hilfe! Oh, das muss doch genäht werden, oder? Das sieht man doch. Ja, das muss garantiert genäht werden. Und ein bisschen Panzertape, Bro. Also, ich hätte Bein auf Panzertape. Oh Gott. Au! Aber bin scheiße, doch mal ein bisschen vorsichtiger! Ich hab jetzt hier ein scharfes Messer, nicht bewegen, ja? Oh, nein, nicht mit dem Messer. Oh Gott, nee! Ah, da ist ein Messer weg! Schnell, mach die Wunde zu! Oh, ouch! Oh, aua! Was macht ihr denn? Au! Mein Bein wird langsam taub! Oh, wir haben es erstmal gestoppt. Ich muss trotzdem da das noch abschneiden. Was abschneiden? Ja, aber das Bein? Nein, nicht das ganze Bein! Der Panzertape da, Rovet, so, neuer Versuch, da ansetzen, da kommt ey, das runter. Da will man sich abrutschen. Da will man sich einmal beraten lassen, da ist Gewinner. Oh, Misso Swindles, ich glaube, ich fall gleich so oben macht. Nein, nicht um. Lisa Srecken, wartet kurz. Ja. Wartet kurz, Lisa Srecken. Passiert nichts. Ja, warte, jetzt komme ich da auch besser dran. Du. Jetzt ist er, glaube ich, ohnmächtig. Hallo? Deffi? Ist er tot? Nein, ist unmächtig! Mund zu Mund Beatmung! Oh Gott, das müssen Sie machen! Ja, ich mach das nicht, nee. Wie, Sie machen das nicht? Sie sind doch da bestimmt ausgebildet! Ich pumpe! Eins, zwei... Ja, aber Sie müssen doch... Kommen Sie, ich glaube, ich hab... Das muss der Rekord machen! Pumpen. Oh Gott! Ja, 30 Mal Sie machen Mund zu Mund Beatmung! Was denn, Mann? 14, 30... Mund zu Mund Beatmung, Mann! Da musst du kurz durchhalten. Puste zurück. Und weiter, ich hab schon Tage gepustet. Nochmal 30 Mal. Mach ich. Sie kennen das doch. Wir müssen den Kopf überstrecken noch. So, kannst wieder. Ja, los. Oh. Ich muss aufpassen, dass sie nicht die Rippe brechen. Pustest du in sein Ohr? Da pustet in sein Ohr. Nein, in seine Nase. Ach so. Das ist die hygienische Variante. Nein, Nase gibt besser Luft rein. Echt jetzt? Ich sag dir, was machst du, wenn der Schnupfen hat? Und du sollst ihn nicht Feuer husten? So, und weiter. Spätestens jetzt hat der Schnupfen. Die Nase ist aber dann, dann halt durch den Mund. Oder gar nicht. Officer Plano? Oh nein! Der ist ohnmächtig. Boah, was passiert? Oh, guck mal, der Arzt ist... Peter Kurz heißt das. Er ist gerade umgekippt, dann hat er die Herzfrequenz verloren, haben wir hier auch eine Wiederbelebungsmaßnahme gemacht. Ich würde dir das jetzt übergeben mit dem Drucken. Bin jetzt bei 25, übergib ihn jetzt. So? Okay, der René hat versucht, durch Nase Mund zu Mund zu machen, aber der hat Luft intubieren vorbereitet, oder? Der Polizist, der hat das jetzt ein bisschen Panzertape. Rekrutputz. Dann, ich drücke parallel weiter, du haust dann... Ich intubiere. Ich darf nicht Sheriff fahren. Ich darf doch nur in Lakeside fahren. Okay, dann ich übernehme jetzt, ich gehe mit intubieren und so, du... Ja, aber ich sollte hier... Ich gebe die Werte nach.
Warte, ja, wo fährt der gleich Leute rum? Hier. Wo fährst du gleich okay. rum? Polizei! So, sollen wir gucken, dass wir den so wieder kriegen oder sollen wir direkt defin? Okay. Nein! Guck mal nach dem Infanterie, was hat er denn? Und sich mal an die Eingang halten. So, er hat Störung oder normaler Puls, der hat keiner. Nee, der hat da irgendwie, glaube ich, eine Störung dran. Der Puls, der hat immer so Verfälle. Ich würde meine Idee vorbereiten. Ja. Ja. Was hat er denn gemacht? Da hat er den Roller mit dem Futtermesser bereite vor, lade auf. Ja, der Polizist. Okay. Der warum? Ist weg vom Patienten. So, weg vom Patienten. Hat er besser reingestellt. Weg vom Patienten. Weg. So, und... Oh nein. Lock. Officer planlos. Ah! Wieso hat er überhaupt nicht? Wo bin ich? So, ich guck weiter auf den Puls. Mann, red nochmal mit dem Händen. Hallo? Hallo? Wo bin ich denn? Also schön ruhig. Oh Gott. Ach, wo bin ich denn hier? Ich hab den nicht gefunden, hab ich den Mülleimer da oben genommen. Der viel geht's dir gut. Dann, wer seid ihr? Die weiteren Verletzungen. Oh ja, weiß nicht mehr, wer wir sind. Ich bin's. Alles gut? Weiß nicht, wer ihr seid. Ich nehm kurz eine Sandsplint und immobilisiere das Bein, das rechte mit der Knochenverletzung. Wenn wir dann die Beinfahrer wollen, dass ich da in den Mülleimer gekackt hab. Oh. So, ich geb dem Herrn mal was, damit er mal ein bisschen wieder auf die Beine kommt hier. So. Jo. Das wird wieder. Ja. Mehr Ahnung als der Officer eben, der dich mit Panzertape abgebunden hat. So, kommst du eben alleine klar, weil ich hol dann eben kurz eine Decke aus dem Krankenwagen. Hol die Decke und am besten gleich die Liege mit. Da können wir hinten reinbekommen. Ja, da haben wir unsere Ruhe. Und jetzt den Krankenwagen mit ein bisschen ja, in sicheren Händen. Devi, du hast uns voll in Schock eingejagt. Oh Gott. Ja. Ja. Weißt du, ich hab mich schon immer gefragt, was passiert. Werte haben jetzt einigermaßen auf der Spieleebene. Oh Gott, da kommt der nächste Verletzte. Schnell hinlegen, ist der Panzertape noch dabei. Ja, ich mach's gemacht. Ich hab hier irgendwie eine Verstauchung im Schmetzchen. Gehen Sie sich mal hier hin. Gesieht ihr Rest? Oh, Vorsicht, hier mal die Tragen. Eine von so. Oh Gott, der Gewinn. Genau, und ich. Decken wir mal den Handy mal hin. So. Ganz einfach, ich guck mal, was ihr da haben. Ihr Bein, welches rechts oder links? Schmidt. Was für Schmidt? Das linke. Ich krieg's mal ein bisschen hoch. Sagt hier links, wenn ich jetzt einen Fuß bewege nach links und rechts, tut das weh? Ah, okay. Ja, mein Herr, geht's Ihnen weitestgehend gut oder dann haben Sie noch irgendwas? Das geht so. Salbe drauf machen. Da hat irgendwie, meinten Sie, da hat mein Knochen rausgeguckt. Können Sie mal sagen, welchen Tag wir heute haben und wie viel Uhr ungefähr? Ja, natürlich. Heute ist der 25. Februar. 25. Februar, mein Herr. Ja, ich hab keine Uhr bei, ich kann Ihnen nicht sagen, wie spät es ist. Was hat er gemacht? Ungefähr ja, geschätzt. Stopp, entweder wird es hell oder dunkel. Ich weiß nicht. Also. Ich würde sagen, wir laden jetzt auf die Karte rein. Du hättest auch okay, Toilette gehen können. Ja, da gleich ein Krankenwagen. Sau, okay, ich hätte gemeint, nee, ja, gut, da war einfach in den Raum reinkacken, das ist ich meine, ne? Oh, und dann. Ja, das gehört sich echt nicht. Unanständig. Kommst du jetzt mal nach vorne? Dafür, wenn die kein ja. Klo haben. Die haben kein Klo. Chipman, grüß dich. Okay, danke. Wir müssen ganz nach einfangen. Oh Gott, die gehen bestimmt immer zu Bäckerei. Oh Gott. Ah, mit Haas. Ja. Ich schmeck's auf der Zunge. Was? Du bist nicht viel besser. Boah. Komm mal hinten rein. Oh. Shots fired. Das Shots fired. Komm mal hinten rein. Jetzt weiß ich auch, warum Armin die Gas muss gedreht. Ich bin frei, ich bin frei! Ja, da. So. Nein, ich bin frei. Was? Dann kümmerst du dich um den Herrn, ich fahre dann ins Krankenhaus. Frag mal die Polizei, ob er ins Krankenhaus gefahren werden kann. Ich weiß ja nicht, wer sie sind. So. Ja. Ja. Wie geht's denn jetzt gerade? Ah, okay. Ja, die Schmerzen haben auf jeden Fall nachgelassen, ne? Ja. Sie haben ja an ihrem rechten Bein einen ziemlich großen Bruch. Wir würden sie deswegen jetzt gerne ins Krankenhaus nach Lakeside fahren und dann dort weitere Maßnahmen einleiten. Der Bruch ist ein offener Bruch und demzufolge wird wahrscheinlich eine Operation ausarten. Ja? Wird dann geschient werden, also im Grunde geschient werden mit irgendwelchen Drähten oder einer Platte, und mal schauen, wie wir das machen. Wow. Eventuell auch geschraubt. Ich warte genau noch, bis der Herr ansprechbar ist, ihm haben wir euch die Türen zu, ja? Gut, mach das. Ja. Ihr seid so
Ich bräuchte dann währenddessen schon mal, dass wir das schon mal vorbereiten können, den Namen von ihm. Ja, ich glaube, es heißt Detlef, glaube ich. Detlef. Ja, ich glaube schon. Und wie alt sind sie? Wollen wir da mal hinfahren in der Garage? Ja, 28, glaube ich. Ja, 28. Und wie heißen sie mit Nachnamen? Es heißt Bernard. Bernard. Okay. Okay, dann, gucken wir auf die Instrumente, ob ihre Werte weiterhin gut bleiben, werden gerade bewusstlos. Ihre Werte sind doch weiterhin auf stabilem Niveau. Okay. Das ist gut, oder? Das ist gut, ja. Wir werden dann im Krankenhaus nochmal dann genau gucken, wie das ist. Wir gucken, das heißt, mein Kollege hat gerade der Polizei, dass wir ins Krankenhaus fahren können. Eventuell kommt noch eine Streife mit. Ich weiß nicht, was jetzt da los war bei ihm. Ja, ich kann mich nicht erinnern. Okay. Das kommt wahrscheinlich von der Bewusstlosigkeit. Ihr könnt das, ja, das kann sein. Verringern bzw. aufgrund einer Durchblutungsstörung dann im Gehirn gar komplett weg sein. Was können Sie sich noch alles erinnern? Ich weiß nicht, ich bin hier, glaube ich, mit einem Moped hergefahren. Die wollten hier auf einen Bausparvertrag oder so abschließen. Okay. Und ja, danach weiß ich eigentlich nichts mehr, was da passiert ist. Okay. Allergien sind bei Ihnen nicht bekannt? Nee, keine nennenswerten. Also ich wüsste jetzt nichts. Sie wissen nichts, okay. Nö. Vorerkrankung irgendwie? Nö, bis jetzt auch noch nichts. Okay. Oh, Medics müssen fragen, weil sie neutral sind. Die können jetzt nicht einfach einen mutmaßlichen Straftäter mitnehmen. Deswegen fragen die Medics nach. Das ist okay. Der Spot ist aber schon abgerückt und so weiter, also wird auch nichts kommen. Da wird nichts passieren. Also, ich habe mal hier die Luke hinten aufgemacht. Ja. Wir bewegen uns los, der Herr ist jetzt kein Verdächtiger oder so. Okay. Und jetzt dann direkt nach Lakeside, jetzt Krankenhaus. Genau, dann fahren Sie nach Lakeside. Dann werden Sie dort das wird wieder vom Teil gekommen sein, lass sie gehen. Dann einmal eine Röntgenaufnahme des Beins anfertigen. Ja. Tut es weh? Nein, das tut nicht weh. Davon tut nicht weh, okay. TF1 von der Haltestelle kommen. Für Sie dann einmal letzter Dispatch kommen. Haltestelle Ende. Können wir den Medics auch mal ein bisschen RP geben. Ist ja auch mal ganz cool. Muss ja nicht immer nur für Cops sein, kann ja auch mal für die Medics ganz cool sein. Und von daher. Redest du bitte schon mal das bisschen das vor jetzt. Den OP so? Und du verstehst, was ich meine? Nein. Okay. So. Ach, dann sind wir die Türen auf, ne? Ja, genau. Hier ein bisschen frische Luft kann ja die Saden, ne? Genau. Und schließt Auto bitte danach ab, kennst ja die Ganoven mittlerweile. Okay. Ja, also, wer hat mein Kollege jetzt das schon mal alles ein bisschen vorbereitet und guckt, dass es das alles schön sauber ist. Ja. Werde ich sie schon mal ein bisschen ihre Trage da lockern. Und das gleich mal herunterfahren, dann trage ich sie nämlich dann gleich. So, ich mach einen Knopf und jetzt fährt die Trage runter. Ja, ich sehe das. Warten Sie. Dann schieb ich sie schon mal rein langsam. Nee, das geht nicht, Elektron. Das ist im Bandgrund auf dem Server. Wenn du die Medics was klaust, auch Fahrzeuge darfst du nicht klauen. Dann so mal die Trage legen wir kurz ab und die Tür nochmal auf. Okay. Die ist aber gemütlich, die Trage. Du darfst auch die Weite nehmen. Mein Kollege ist auch noch am Machen. Wir warten mal ganz kurz, bis er da ist. Ist kein Problem. Die Trage ist ja gemütlich. Dürfen wir jetzt. Das ist eine ganz gute Trage. Die ist auch darauf gemacht, dass. Die könnten ja theoretisch auch damit mal sie mal länger transportieren. Wenn jetzt zum Beispiel hier in Lakeside alles voll wäre, müsst ihr nach Silver Lake transportieren. Und da wäre es ja schwierig, wenn sie auf so einer sag mal, unbequemen Trage liegen. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig, ne? So ein Holztrage oder so, das wäre ja voll ungemütlich. Das wäre noch ungemütlicher, stimmt, ja. Ja, das ist hier aber sehr gut gepolstert. Mhm. Okay, ja.
Warten wir, bis dann das alles frei ist hier. Ist noch ein anderer Patient gerade drin und dementsprechend. Und der Moment noch warten. So, okay, das ist ja kein Problem. Alles fertig. Räte stehen schon da. Ja. Mundschutz aufmachen, desinfizieren, weißt du, ne? Ja, ich gehe ganz kurz mal schon mal mir den Kittel anziehen. Ich schieb den schon mal rein. Genau. So, mein Herr, das könnte jetzt kurz ruckeln. Das ist so eine doofe Kante. Oh, das geht aber. So. Oh, neue Betten. Einmal rüber. So. Ah. Und die neuen Betten sind aber gemütlich. Wir haben eigentlich normalerweise schönere Betten, aber die gibt's nur größtenteils in Silver Lake. Naja. Nee, Haus hier Lake selber nicht. In der Not frisst der Teufel auch Fliegen, wissen Sie. Ah, das ist schon richtig, ja. So, ich habe sie dann mal eben gedacht, ich gehe mir mal eben kurz auch die Hände desinfizieren, komme ich sofort wieder, ja? Okay. Ich warte hier. Die Kittel geschmissen. So. Wir bereiten jetzt bei Ihnen alles für eine Röntgenaufnahme vor. Wir schieben gleich das Röntgengerät hier rüber. Nächster Krankenhaus. Ich lege bei Ihnen jetzt schon mal auf das andere Bein und auf Oberschenkel. Und das ist aber auch die Richtung hier hinten. Bleiplatten ab, dass diese nicht von der Strahlung erfasst werden. Sind ein bisschen schwer, drücken ein bisschen, aber das müssen sie aushalten. Ja, das kriege ich schon hin, denke ich. Auch im Rahmen der Sache kriegt man schon Schmerzmittel gespritzt, der Bewusstlosigkeit danach dann. Also das heißt, ihre Schmerzen dürfen eh nicht mehr so stark sein. Nee, aktuell spüre ich eigentlich am Bein gar nicht so. Ja, genau. Einmal haben sie das körpereigene Schmerzmittel Adrenalin mit Unterwasser ausgeschüttet werden, weitere andere gibt es da noch. Und dann noch einmal das direkte von uns gespritzte Schmerzmittel, das haut ja nicht so direkt, dass sie da nichts mehr spüren sollten. Ja, war ein bisschen arg unflexibel. So. Wir räumen das dann gleich und dann entscheiden wir uns, wie wir dann vorgehen bei Ihnen. Ja, okay. Guter Herr Arzt, wurde hier gerade ein Herr eingeliefert, der in so eine Schiebetür geraten ist? Ich glaube, der Jack auch noch. Ich schieb schon das Gerät jetzt. Wenn was ist, dann rufen Sie laut, ja? Ja. Oh Gott. Geduld. Ja, natürlich. So. Freunde, werden wir einen rauchen? Ich will schon mal mit dem Röntgen mit Jetzt hat die Medics am Zug. Jetzt können die Medics sich entweder ausspinnen oder die haben heute viel zu tun. Dann werden sie sagen, okay, da ist nichts. Das muss man jetzt halt schauen, wie sie das schon. Bis jetzt haben sie das auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ein bisschen länger dauert, ihre Kollegen sind gerade angetroffen. Müsste ich leider die Türen kurz aufmachen und dann muss ich mir die Hände nochmal desinfizieren. So, ist kein Problem. Herr Paulus, ich sehe schon, Sie haben schon so gut wie alles gemacht. Genau, dann können wir den Apparat hier anschmeißen, wa? Genau, gehen wir kurz weg und machen von außen die Funkauslösung drin. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich beraten, was machen wir? Ja, dann drücken Sie diesen roten Knopf, dann kommen wir. Wenn Sie irgendwie Angst haben sollten, irgendwas schlimmer wird, dann Bescheid wissen. Ja, nee, ich habe keine Klaustrophobie oder so. Ja, genau. Aber nur weil so, gehen wir hier ein bisschen. Knopf dann. Ne, also, das war jetzt der Rest der Aktion. Ich glaube, die Cops haben es nicht so wirklich gerafft, was wir eigentlich... Mein Freund ist da drin. Was wir... Nehmen Sie bitte... Die haben es, glaube ich, nicht so wirklich gerafft. Da bei den Stühlen. Was wir hinaus wollten eigentlich. Ich glaube, das war zu viel für die Cops. Ist aber nicht schlimm. Ich glaube, sie sind alle frei weggekommen, glaube ich. Deswegen... Mein Herr, wir haben jetzt mal eben kurz geröntgt, die Dinger, die Bilder sind gerade, oder die Röntgenbilder vielmehr sind gerade am Drucken. Bitte der uns nicht voll raus konnte, ne? Ja. Und dann gucken wir die uns kurz an, die müssen kurz trocknen, ja? Ja. Ich kann kurz die Bleiplatten hier wieder. Bleiben Sie hier ruhig liegen, wir kommen sofort wieder. Ist Reddit weg. Ja, das können Sie, glaube ich, auch mit Ihrem Bein. Alex! Mach's weg. Gut, mein Lieber. Dann, schön, dass du da warst. Dann schon mal zum Gerät, ich fall nicht hin, schön. Trotzdem schön, dass du reingeguckt hast. Ja? Ja. Wir sehen uns morgen Mittag. Hier haben wir den Röntgenmonitor, haben wir ja hier. Würdest du zwar die Medics dran, wenn die Medics jetzt Zeit haben, dann werden sie halt das schön, eine schöne RP-Story drum machen wahrscheinlich. Wenn sie jetzt keine Zeit haben oder viel zu tun haben, dann werden sie wahrscheinlich eher sagen, die werden mit dem Gips rummachen und dann ist gut. Ja, dann sparen wir mal aber rein, machen das machen mal. Machen wir die mal dran, ne? Ja.
Und ich glaube, die sind relativ spontan hier. Schön weit auseinandergebrochen, aber schön glatt gebrochen. Also. Das ist. Ob, ja. Naja, operiert glaube ich nicht. Nö, nö. Ich denke, es wird ein Gips drum gemacht. Denke ich. Operieren ist halt immer so eine schwierige Sache, weil du, du musst es ja auch halt irgendwo letzten Endes ein bisschen bestimmen. Wo sind die Brüche? Du könntest es halt natürlich verschrauben, so wie es bei mir aktuell ist. Also es gibt da mehrere Behandlungsmethoden. Bei mir wurde das ja auch erst mit einem Gips probiert, was nicht geklappt hat, und dann wurde es verschraubt. Also es gibt ja da mehrere Behandlungsmöglichkeiten. Also, aber die werden es schon machen. Die wirken relativ fit, die Medics, gerade. Oder ja. Ja. Sie haben sich ihr Bein dort glatt durchgebrochen, rechtes. Und da ist ein Bruch. Das sieht tut so weh. Ja, wir müssen das Ganze jetzt operieren. Okay. Und würden da jetzt die Drähte rein operieren. Die das Ganze zusammenhalten. Die wir dann aber nach einem gewissen Zeitraum, nach etwa 7 Wochen, wieder raus operieren müssen. Nach zweiten OP, ja. Die können sie also nicht drin behalten. Das Ganze wird jetzt einen Moment dauern. Sie haben ihre Freunde draußen vor der Tür sitzen. Möchten Sie die jetzt vorher noch einmal sehen oder sollen wir die darüber informieren, was gleich das ist? Nee. Also sie können die natürlich informieren, aber ich werde ja hoffentlich bald wieder aufstehen. Irgendwann. Okay, dann bereitet mein Kollege den OP schon mal vor. Tut mal die ganzen Bestecke hier schon alles hin und dann gebe ich eben kurz raus Bescheid, ja? Ja, das wird nett. Als allererstes müsste ich auch noch was unterschreiben lassen. Ja. Da steht alle Gefahren drin der Operation und da. Ich unterschreibe das hier mal. Genau. Ich habe meine Lesebrille gratis auf. So. Ja, da steht quasi nur drin, dass das dass halt Gefahren wirken, dass das Operationen auch schief gehen. Das heißt, dass halt irgendwas ist, dass wir halt dann immer noch, dass sie auch noch verantwortlich für sie selbst tragen konnten. Okay. Ja. Ich hole die Rollwagen her. In dem Steckwagen da vorne hin. Den zweiten holen wir von da hinten irgendwo. Von nach Hause geben. So. Ja, ist ein schönes RP. Machen sie gut. Genau. Machen das Licht da oben, schieben wir es mal runter. So. Und dann das Licht an. Das heißt. Rekrut André! Vielen Dank für deinen Host! Na gut, Sie müssen natürlich, wenn das in eine Feuerpause versetzt werden. Ja. Ich glaube, die Polizei fährt alle parallel irgendwo hin. Ups. Ich gebe Ihnen jetzt das erste Mittel, das wäre was zum Trinken. Ne? Ein kleines Becherchen. Ja. Das setzt Sie in erstmal eine sehr ruhige Phase, sind damit sehr entspannt dann. Entspannt alles so ein bisschen Ihren Körper. Dann werde ich nachher dann gleich irgendwie über ihren Zugang an das zweite Schmerzmittel setzen, also zweite Narkosemittel, und sie werden dann komplett in Narkose versetzt. Okay. Trinken Sie aber diesen kleinen Becherchen jetzt hier. Ja. Damit aus. Das schmeckt nach Pfirsich. Ja, hat so einen Geschmacksrichtung. Ich habe gerade eine Pfirsich da. Ja, das schmeckt aber sehr lecker. Ja. Guyala, auch vielen Dank nochmal für deinen Host. Vielen Dank. Natürlich auch an Rekrut André, auch nochmal vielen Dank für deinen Host. Und viel Liebe für euch beide. Gebt ein dickes Herzchen, meine Süßen. Fühlt euch gedrückt. Und natürlich herzlich willkommen an alle. So. Wir sind hier gerade in einer RP-Situation, hatten gerade eine Bank gehabt. Da habe ich mir die Tür eingeklemmt, mein Bein eingeklemmt. Dann wissen Bescheid draußen. Es ist gebrochen. Und, ich glaube, wir haben Bein. Halloween oder so. Draußen laufen 2 Skelette rum. Wo Skelette? Vielleicht halluzinieren sie. Na gut. Ja, mal los. Dann, Sie haben alles angerichtet. Dann dürfen Sie auch operieren. Ich begleite Sie nur. Also ich helfe noch. Ja, ich muss auch auf die andere Seite gehen. Ich habe dir schon mal das erste Mittel gegeben. Ja, dann tauschen wir mal. Und, genau, der Zugang haben wir ja eh schon eingelegt gehabt. Dementsprechend hängst du mal bitte von dem anderen Schmerz. Ja, wir sehen uns morgen Mittag wieder, Goyala. Freue ich mich. Warte mal kurz. Ich sehe gerade, hier wird es gerade ein bisschen dunkel. Ja, genau. Eben Licht. Von dem Schmerz, was da schon auf dem Wagen bereit liegt, da bitte einmal 35 Milliliter schon mal über die Infusion zu geben. Dann wird der Herr nämlich in die komplette Flüssigkeit
ihn schon unterschreiben lassen und ihm schon das erste Mittel gegeben, könnte, dass er ein bisschen schon mal dämpfen wurde. Ja, das ist Skelette. Okay. Skelette mit Pinguinköpfen. Ja! Da steht der Pokéfuddel direkt vorm Teddy-Twister. Ja, die werden mir jetzt halt vier Morphin geben und dann werde ich einschlafen. So. Echt? Hatte der Herr sich geäußert, dass der Herr unter Narkose kommt? Ne? Will der Herr ein Medikament nehmen oder möchte er über mit dem Sauerstoff das bekommen haben? Wir machen das über das Medikament, Sauerstoff ist es. Hast du dem Herrn das schon gegeben oder? Der hat das erste schon vor mir schon bekommen, das zweite flüssig, also über direkt über die Vene injiziert. Ja, Jack, wollen wir nochmal zur Hochzeit? Ari, was hast du gesagt? Ich würde sonst jetzt schlafen gehen. Eingeleitet, wir sind zwar stabil. Ich weiß nicht, kann dann vielleicht nochmal. Gib mir das Kapell, mal, das tun wir bei dir vom Wagen. Weg. Lass ich schlafen gehen. Du packst jetzt noch deine Tastatur. Ich meine, ich werde dann auch. Schön. Nur nicht, dass wir ihn jetzt da eingeliefert haben. Hast du meinen ersten dann, Schnitt? Deadlef, wenn okay ist, dass wir Hochzeit gehen, dich dann holen, zweimal drücken. Wir sind, ja, ich gehe dann bisher. Ja, Aufriss auf Plattform nur erweitern. Nee, ich muss so das klären bei WhatsApp. Würde ich saug mal eben kurz ein bisschen ab, damit du besser sehen kannst. Okay. Genau, danke, gib mir mal die Tupfenverödung für die Venenverödung. Ja. So, guten Abend. Würdest du mal ein bisschen jetzt nach dem Braten riechen, aber ist OP. So, hast du schön alles hier hingelegt auf dem Wagen, so bitte hier. Veröden mal die ganz kleinen Gefäße. Mal das Skalpell mal hingegen wieder. Ich gebe dir ein sauberes. Ja, danke. So. Schön. Dann würde ich jetzt mit einer Knochenzange, hast du noch eine? Ja, warte. Müsste da auch irgendwo eine rumliegen. Ist ja auch mal ganz gut, wenn du nicht mit Morphin, da gestreckt wirst, genau, sondern halt einfach so, dass du das halt spielst. Zusammen. Ähnlich wie vor dem Kopf, dass ich da einfach getan habe, dass es bewusst ist, dass die Cops auch nicht getasert haben, sondern dass sie das gedacht haben, was ich wollte damit. Direkt da reinlegen kannst. Dass sie halt gemerkt haben, dass ich halt tue, dass ich bewusstlos bin. Knochen liegen jetzt gleich nebeneinander, immer ein bisschen so rüber. So, jetzt liegen sie nebeneinander. Schau das immer hin. Und zwar ist. Au, der tritt auf mein Bein! In der Ecke. Da habe ich die Drähte bereitgelegt. Ah, warte. Die vier Stück. Au, mein Bein! Der tritt auf mein Bein! Oh, warte. Würde ich die ersten beiden schon mal unten. Dich halt legen. Fest. Ich halt fest, genau. Wenn du machst. So, ja. Den einen daran und den anderen daran. So, und dann müsste es ein bisschen jetzt wieder alles zurechtrücken. Und dann machen wir die anderen beiden noch oben rein, sodass das ringsherum die vier Drähte sind. So. So, genau. Kann ich loslassen oder soll ich noch ein bisschen halten? Kannst loslassen. Jetzt soll das einigermaßen selbst nicht halten. Und dann müssen wir das Ganze jetzt einigermaßen wieder zunähen. Alles raus. Oh, ja, man kriegt dann so auch ein bisschen mehr mit halt. Ne? Das ist natürlich für euch jetzt auch ein bisschen angenehmer. Nervenbahnen sind auch alle unbeschädigt. Ja, drückt auch nichts dagegen. Einen Traum ein bisschen fixieren. Drücken, dass mal, wenn währenddessen überprüfe ich mal eben die Werte von dem Herrn, nicht, dass der uns hier wegsackt. Aber sollte er nicht, ist ja eine kleine Operation. Nee, ja. Das ist alles in Ordnung. Herzfrequenz 77 und ein Blutdruck von 119:79. Das passt alles. Okay, dann würde ich jetzt das Nähzeug, wo habe ich denn das hinwagen? Ach, das liegt hier in der Ecke. Ja. Irgendwo nochmal. Kannst du mir bitte das Nähzeug reichen? Das Nähzeug? Ja. Dann würden ist das bei mir? Wo ist es denn? Ja, das ist bei dir da hinten auch an dem Wagen. Ach, da fahr da unten, der zweiten von unten oder so. Ja, so. Schön. Danke. Halte ich halt dann nochmal fest, damit das einfacher ist. Danke. Und dann mache ich hier einen Stich. Roten Stich. Stich. Vierten. Fünften. Sechsten. Ja, wahrscheinlich acht oder so, oder neun. Siebten. Achten. Ja, neun werden es. So. Und zumachen wieder. Verknoten. Sieht wieder schön aus. Und dann würde ich das Ganze noch zusätzlich noch mit einer Gips oder ähnliches drum fixieren, dass das zusätzlich hilft. Wollen wir noch. Hat's aber noch mal ein bisschen Jod zur Desinfektion drauf tun oder? Ja, klar. Mach ein bisschen. Und dann mache ich das. Machst du schon mal die Mullbinden fertig? Ich hole schon mal das Gips- und Mullbindenzeug hinten aus der Ecke. Das habe ich nämlich nicht gerade gekarrt, das heißt, wie Karren möchte ich da Papier an. Gott sei Dank alles hier rübergelegt. Muss ich mich nur drehen. So, tun wir mal hier ein bisschen. Machen wir das sauber, damit das auch nicht schmutzig wird. So, sind wir fertig. Weg. Mache ich einmal hier
das alles dran. Warte, so. Halte ich das Bein mal gerade. Ja, und dann ein bisschen kommt ganz normal. So. Die erste Wundauflage drüber und die erste Umwicklung. Und dann habe ich jetzt das Gipszeug, diesen gipsähnlichen Verband da. Der richtige Gips ist zu schwer. Ach, und der härtet dann aus, bin ich drum, so. Können die Kollegen eben ja gleich was Schönes draufschreiben, wenn er trocken ist. Sechs. Und sobald es jetzt trocknet, sollte es dann einigermaßen stabil werden. Weißt du, hast du mit dem Herrn abgeklärt, wie er versichert ist, ob er einen Rollstuhl kriegt oder nur die günstige Variante, die Krücken? Das haben wir noch nicht abgeklärt, müssen wir gleich abklären. Oder was er gerne lieber hätte? Das würde ich mir dann gleich fragen, ne? Genau, das machst dann du gleich. So, und dann machen wir das einmal hier so, können wir ihn langsam wieder aufwachen lassen. Aber warte, dann gibst du ihm das Mittel zum Aufwachen oder soll ich? Ja klar, kann ich gerne. Oder die billige Variante. So, und da hängt dran, das läuft jetzt langsam rein und daher soll es den nächsten einzelnen wieder aufwachen. Warten wir mal. So, dann, ich würde mal sagen, dann fahren wir den mal in den Aufwachraum, ne? Jo, fahren wir in den Aufwachraum rein. Ja, kann noch ein Blick. Hast du rein? Achso, ja. Nee, warte, bleib doch mal kurz hier. Ich guck mal eben, ob das Zimmer frei ist. Ja, guck mal bitte. Man muss ja, wie gesagt, nicht nur die Cops immer mal ein RP geben, sondern halt auch mal den Medics. Dann freuen die sich natürlich auch und nicht immer nur, ja, ich bin der Schissi, mach zu und so weiter. Sondern halt auch mal ein schönes RP für die. Und ja, das haben sie wirklich gut gemacht, da kann man echt nichts sagen. Und das passt so. Das Licht auch drüben schon angemacht. Jo, so. Aber ich sagen, dann reinigen wir eben kurz den OP-Saal. Krankenschwestern sind ja heute im Urlaub und dann sollte er eigentlich wach sein. Oh, das war jetzt für mich das Zeichen, wenn sie wieder da sind, dann bin ich wieder wach. Ja, das war die Trennwelt, mache ich auch immer. Latschlende. Das habe ich auch immer gemacht. Guten Morgen. Ja, hallo. Ach, ein bisschen müde. Genau. Wie sind denn Sie versichert? Privat oder? Ja, ich bin privat versichert. Privat, dann was wollen Sie haben? Rollstuhl oder Krücken? Nee, so, ich glaube, ist die Krücken. Das kann ich so gut. Kollege ist schon da. Das bin ich so gut mit naja. Naja, ich will mich nicht sieben lassen, ich sind lieber die Krücken. Ja, Herr Paulus, okay. dann reden Sie noch ein bisschen, ich höre dann schon währenddessen mal die Krücken, ja, damit da reibungslos abläuft. Okay, also Ihre Operation ist uns geglückt komplett. Sie haben jetzt 4 Drähte, sind jetzt mit 9 Stichen genäht worden. Die 4 Drähte müssen, wie gesagt, in 7 Wochen entfernt werden. Ja, können Sie mich da informieren, wenn die rum sind? Ich würde Ihnen meine Telefonnummer geben hier. Ich bin aber sehr vergesslich, wissen Sie. Ja klar, ich gebe Ihnen nachher auch an der Rezeption allgemein nochmal meine Informationen mit seinem Namen und dann. Ich stelle Ihnen mal die Krücken, die stelle ich Ihnen mal hier ans Bett. Ja, okay. So, Herr Paulus, was denken Sie denn, können wir den Herrn jetzt dann gleich entlassen, weil die Kollegen von ihm haben mich darum gebeten, dass ich Ihnen Bescheid gebe? Ja, können wir machen. Und dann gucken Sie mal, ob der Herr das hinkriegt, so mit den Krücken, und dann gehe ich mal währenddessen zur Rezeption und werde die Herren informieren, ja? Und genau, stehen Sie mal langsam auf, oder ich helfe Ihnen auf, gerne. So. Ja, man, den Gips übrigens an Ihrem Bein noch drum. Ja, das merke ich. Der ist noch zusätzlich dazu, den Gips können wir übrigens nach 4 Wochen schon abnehmen. Ja, okay. So. Dann melden wir uns nach 4 Wochen nochmal. Ich gebe Ihnen hier die Krücken. Oh, ja. So, mit den Krücken mal zu laufen. Das geht Sie auch gerne, Sie können Sie auch gerne abstützen, um das Ganze zu schaffen. Das geht so. Gehen Sie hin, okay. Ach, ja. Gehen wir mal vor zur Rezeption vorne und dann klären wir nochmal den Rest. Dann halten Sie nochmal all Ihre Akte, Ihre Patientenakte, den Hausarzt nochmal, falls Sie da irgendwas haben, und dann. Ja. Danke fürs Tür aufhalten. Bitte, kein Problem. Aber die Herren sind auf jeden Fall informiert. Ja. Hat die Dame am TTTS erreicht. Okay. Sie auf den Weg machen. Also okay. Dann, Sie haben hier einmal auf den Zettelchen, einmal haben Sie meinen Namen stehen und den Namen des Kollegen, auch unsere Telefonnummern jeweils.
Und dann haben die Söder auch draufstehen, was wir gemacht haben. Ja? Das müssten sie dann einmal auch unterschreiben, dass sie die Leistung erhalten haben. Ja. Genau, so, ein Stift hier. Und dann müsste das die ganze noch wahrscheinlich das eine Rechnung von sich tragen, die würde mein Kollege dann berechnen und aufstellen. Ja. Da komme ich mal eben so rum, Moment. So. Ja. Dann auch ich, damit ich ihnen den Durchschlag geben kann, das ist immer, wenn ich da persönlich gegenüberstehe bei Leuten, dann ist das immer ein bisschen angenehmer. So, das ist alles, ist ein bisschen teurer, die Rechnung, aber das ist leider, ne, wegen Transport und so, das ist halt leider ein bisschen teurer alles. Ja, hängen Sie da mal zwei Nullen ran, kurz. Ein Null dran? Ja. Das ist sehr freundlich. So. Ja. Wäre hier die Rechnung nochmal neu, ich denke mal, ich habe jetzt das eine Null so gemacht. Das ist richtig. Da ist mein Kuli, wissen Sie? Mein Kuli, der schreibt wie Kacke hier. Bin ich schon lange dabei? Ja, Rang 4. Muss ich mir mal einen neuen Kuli holen. Der Herr Paulus hat da extra so schön. Ja, warten Sie hier, ich hab hier einen von Ihnen. Sie haben Kuli, wunderbar, das ist sehr nett. Ach, sehen Sie, klappt. Wunderbar. Haben Sie Ihren Durchschlag für Ihre Krankenkasse? Ja, gut. Und, ja. Können Sie mit Ihren Kollegen noch was Nettes essen gehen oder so? Ich mach das, genau. Ne. Dann wünsche ich Ihnen alles Liebe. Vielen, vielen Dank für die, ja, für die Hilfe. Aber dass sie jetzt nicht hinfallen, ne? Nee, es gibt Gebühr. Drücken gehen ist jetzt nicht unbedingt einfach. Ja, das ist, ich merke das. Alles ist, schaff das. Das geht. Mal die Türe offen. Ah, danke schön. Guten Tag noch. Wiedersehen. Hallo? Ja, ey, Detlef. Ist